Sind hier auf der Insel Krik im Ort Punat und wenn jetzt gleich mit diesem Taucher runtergehen, zum ersten Mal Helmtauchen machen und sind alle von der Familie mit dabei und wir freuen uns sehr auf dieses kleine Abenteuer, das wir alle noch nie gemacht haben. Der Sicherungstaucher bereitet sich hier jetzt vor. Wir gehen ja da logischerweise nicht alleine runter, sondern wir haben einen Taucher mit dabei, der auf die Sicherheit aufpasst und der uns da unten führen wird. Und ich muss sagen, also der hat seine Aufgabe sehr, sehr gut gemacht und er war sehr einfühlsam. Der Taucher ist dann zuerst mit mir runtergegangen und an der Leiter, erstmal ganz vorsichtig. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, mit diesem Helm zum ersten Mal unter Wasser zu gehen. Ja, man muss sich wirklich ein paar Sekunden Zeit nehmen dafür, sich an dieses komische Teil zu gewöhnen und normal weiterzuatmen, obwohl man sich bereits unter Wasser befindet. Nachdem der Taucher mich dann am Rand an so einem Seil quasi abgestellt hat, mir gesagt, hier mal, oder gezeigt, hier mal festhalten, hat er dann sich zurück zur Leiter begeben und holt jetzt meine kleine Mausi. Die hat mit ihren 6 Jahren wirklich überhaupt keine Angst, sich diesem Abenteuer da zu stellen. Und die war richtig hellauf begeistert. Und jetzt ist sie zum ersten Mal unter Wasser. Und auch wirklich keinerlei Angst und kriegt vom Taucher gezeigt, wie man sich unter Wasser verständigt. Das haben wir über Wasser geübt. Und jetzt ist sie zum ersten Mal unter Wasser. Und das Grinsen in ihrem Gesicht ist deutlich zu sehen. Der Taucher hat sich auch sehr um Sophia gekümmert. Der hat sie eigentlich überhaupt nicht losgelassen, damit sie nicht umfallen kann, und sie geführt. Also, der hat sich wirklich hervorragend verhalten, muss ich sagen. Ich meine, ich kam mehr oder weniger allein zurecht, und das hat er auch gesehen. Und er hat sich wirklich zu 100% um die Sophia gekümmert, dass sie keine Angst hat und dass sie sich unter Wasser absolut sicher fühlen konnte. Und auch ich hatte keine Bedenken, dass da irgendwo was schiefgehen könnte. Das war wirklich absolutes Vertrauen zu dem Taucher und das hat er uns wirklich vermittelt. Und dann hat er uns ein paar Sachen gezeigt, wie hier jetzt zum Beispiel durfte Sophia mal einen Seeigel aus der Nähe sehen.
Dann hat er ihr einen weiteren kleinen Segel der Sophia auf die Hand gegeben, eben um ihr zu zeigen, wenn man sie vorsichtig anfasst, passiert da auch nichts. Wenn man drauf tritt, dann können die richtig stechen. Aber wenn man sie nur so ganz sanft in die Hand nimmt, dann passiert mit denen auch nichts. Dann hat er selbst diesen Seeigelmann in die Hand genommen, um zu zeigen, wie Seeigel sich eigentlich irgendwo am Untergrund festhalten. Er hat ihn praktisch so in der Hand genommen und dann saugen die sich mit ihrem Maul, das ja eigentlich auf der Unterseite ist, an der Hand fest und oder am Untergrund, und dann können die nicht mehr von der Wasserströmung weggenommen werden. Und dann können die auch an einem Ort verharren, weil Füße in dem Sinne haben sie ja nicht. So. Wenn man ihn dann rumdreht, dann lässt er auch gleich wieder los. Taucher hat uns dann auch verschiedene Muscheln und ähnliche Dinge in die Hand gegeben, auch der Sophia, einfach um das Gefühl zu kriegen, wie fühlt sich das an und was lebt da unten auf dem Meeresgrund eigentlich alles. Es war wirklich toll gemacht, er hat sich viel Mühe gegeben. Es ist jetzt nicht mehr mit einem echten Tauchgang zu vergleichen, wenn man 30 Meter Tiefe taucht, aber für jemand, der sowas noch nie gemacht hat, in der Art, ist das wirklich etwas ganz, ganz Tolles, weil man das machen kann, ohne irgendwelche Vorkenntnisse zu haben, weil in nur 3 Meter Tiefe ist es einfach, braucht man nicht wirklich was zu wissen. Es funktioniert. Und sieht man ja auch, selbst meine 6-jährige kleine Tochter hat es ohne Probleme gemacht und ohne Angst, und die war wirklich hellauf begeistert dabei. Der Taucher hat dann auch hier ein Stück Müll gefunden, hat es auf ihr gezeigt, solchen Müll, das geht gar nicht, und er hat es eingesteckt, nur einfach zu zeigen, wenn man was findet an Müll, dann nimmt man es einfach mit und entsorgt es, wie es sein muss.
Hier ist irgendwie vor ein paar Jahren mal ein kleines Boot, naja, abgesoffen. Und da liegt jetzt halt immer noch das Wrack rum. Einfach nur so. Irgendwo muss man auf dem Meeresgrund auch ein bisschen was zeigen. Ich schätze, sie haben es auch wahrscheinlich absichtlich dorthin gelegt. Weil in der Ecke, nicht weit vom Strand weg, sieht man einfach auch sonst nicht viel. Hier eine Auster, die natürlich nicht mehr lebt, das ist nur noch eine Schale, aber da war halt mal eine drin. Da hat er uns mal eine lebende Muschel in die Hand gegeben, eine geschlossene, einfach um zu zeigen, wie schwer die eigentlich sind und dass es nicht nur Schalen gibt, sondern dass es die auch in lebendiger Form gibt. Die Fische wissen ganz genau, was jetzt kommt. Die sind ja immer da. Und die kennen das schon. Und jetzt gibt es einfach ein bisschen Futter vom Taucher. Und jeder will halt sein Stück davon abhaben. Aber es hat natürlich auch für uns einen Vorteil. So sieht man ganz viele Fische auf einmal.
Und jetzt ist unser kleines Abenteuer leider schon fast zu Ende. Es war sehr faszinierend. Das waren einfach mal 20 Minuten, die ich in meinem Leben nie wieder vergessen werde. Und ich würde mal sagen, meine kleine Tochter wird es auch nicht vergessen, weil das ist etwas, das machen in ihrem Alter nur wirklich ganz wenige. Es ist ein ganz tolles Abenteuer gewesen.